Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wieso denn noch eine Folge, obwohl ich letzte Woche gesagt habe, dass es die letzte ist? Farming Simulator will nicht so, wie ich will. Es gab wohl mit dem Mods ein paar Bugs und alles drum und dran. Deswegen funktioniert aktuell unser Game nicht wirklich mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir wechseln, weil auf die letzte Folge kam gute Response. Ihr freut euch, dass ich das hier spiele wieder, das Red Dead Redemption 2. Und ja, deswegen haben wir gedacht, komm, spielen wir Red Dead Redemption 2. Ich mag das Spiel auch. Es ist relativ witzig. Ich fühle mich hier relativ wohl. Was wir jetzt aber mal machen, wir gehen hier kurz mal in die YouTube-App. Denn ich habe 3 Kommentare insgesamt bekommen. Und auf die möchte ich jetzt kurz doch reacten. So. So, Castanero. Grüße gehen nicht raus, einer meiner aktivsten Zuschauer hier. Oder der aktivste Zuschauer, würde ich auch sagen, hat mir geschrieben, Kopfgelder kannst du an Bahnhöfen bezahlen. Das ist ein super Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal machen. Gewisse Waffen bekommst du im Laufe der Story. Das ist natürlich auch interessant. Ich spiele grundsätzlich den Story-Modus sehr, sehr wenig. Ich spiele mehr, oder ich würde mehr Online-Modus spielen. Aber es beides, also ich mag den Online-Modus, weil du dir deinen eigenen Charakter und alles und deine eigene Story erstellst. Aber sie haben viel zu viel mit diesem Gold gemacht und viel zu viel blockiert. Was ich schade finde. Aber was nach Rockstar ja gegen Anti-Cheat und alles ist, sollen sie machen, ist mir egal. Ich bin halt dann nicht mehr ganz so happy aktuell mit dem ganzen Ding hier. Und dann halt, die Qualität, die ist einerseits vom Tier selber abhängig, andererseits vom Schusswerkzeug. So ist zum Beispiel ein Gewehr für einen Hasen zu, oder muss ich weiterklicken? Nee. Zu entsorgen zu heftig. Da wäre zum Beispiel der Bogen mit Kleintierpfeilen geeignet. Oder das Wermitgewehr. Es gibt Kleintierpfeile? vielen, vielen, vielen Dank, Castanero, für die ganzen Informationen. Ich gebe dir jetzt hier gleich mal Daumen und überall Herzchen drauf. Antworten tue ich dir noch später drauf. Also, ich habe dir schon geantwortet, bevor du die Folge siehst. Und du hast auch gerade noch was geschrieben, aber zu Kerbal Space Program. Das lassen wir natürlich hier jetzt mal außen vor. So, jetzt habe ich 2 Minuten gelabert, circa. Wir gehen, fahren, laufen, reiten. Und ich wette, ich hau gleich wieder mein Pferd. Hey, nicht mal. Bin erstaunt. Warum schaut das Spiel schon wieder so kacke aus? Da war doch gerade was, oder? Warte mal, wir wollen was Gutes tun. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Ja, wieso nicht? Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. My fault. They said it was, but they was wrong. Fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Komm. Wenn's sein muss. Okay, just quickly. That felt good. It's nice to be held sometimes. Well, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Sad eyes. Aber ich wollte schon sagen, der schaut so ein bisschen aus, als ob er im Krieg gewesen wäre. Sind wir fertig? Wir sind nicht fertig. Wollte gerade sagen, läuft er mir jetzt hinterher, dann habe ich echt ein Problem. So. Komm, Hotü. Ab zum Bahnhof. Von wo war der nochmal? Da vorne. Oh, ich habe die maximale Verbundenheitsstufe mit meinem Pferd erreicht. Einmal anhängen, bitte. Und hopp.
Runter damit. Und dann hier drüber. Ich will im Geheimen töten, nicht im Öffentlichen. Deswegen müssen wir mal hier schnell... Kopfgeld bezahlen. Ich habe in New Hanover 105 Dollar Kopfgeld. Das ja, das war ein bisschen was, aber... Könnte passieren, dass ich nochmal mit sowas auftauche. Hausraum. Hm. Wäre natürlich auch eine Idee. So. Noch ein Pferdchen, aber nicht meins. Rauf damit. Und schauen wir mal auf die Karte. Ich weiß nicht, was wir machen können. Was haben wir denn so Schönes? Gibt es hier denn irgendwo? Was ist das hier? Ein Brief. Strawberry, das ist Blackwater. Das sind nochmal die Stadtmarkierungen. Muss mich wieder ein bisschen einfinden. Was ist hier? Ein Trapper. Hier ist der Trapper, genau. Ich habe ja gleich hier irgendwo auch den... irgendeinen Bären gejagt mal. What the fuck, wo war ich denn schon überall eigentlich? bedeutet, wir werden uns einfach mal nach Hause begeben. Was ist, ach, hier war der... Der William, entlassene Winkel der Welt. William Kräuterkenner. Wir reiten mal nach Hause. Ich glaube, das ist gerade das Sinnvollste von allen. Und dann vielleicht nochmal schauen, dass man nicht erwischt wird beim Rauben von Kutschen. Kutschen, glaube ich, bringen relativ guten Preis immer wieder ein. Die Frage ist, wann erwischst du am besten eine Kutsche? Natürlich ist am besten so eine Sniper so schön weg, dass du nicht erkannt wirst vielleicht. Und dann einfach, oh, warte mal, wir müssen hier runter. Dass du sozusagen im Dunkeln fast schon ein paar Dings schießt, ein paar Kutschenfahrer schießt. Dass du die Kutschen nutzen kannst. Da, Google auf, Google auf. Da war ein Google auf, den will ich haben. Headshot. Glaube ich, ich muss mal gucken, aber ich denke mir so ein Headshot, der war gar nicht schlecht getimed. Okay, der war daneben. Aufheben. Das ist ein Vogel. Mhm. Oh, ein Zwei-Stern. Das ist natürlich schon was Feines. Irgendwo einen Pfeil verloren. Dankeschön. Aufjumpen und wieder weiter geht's. Ja. Sowas ist nie schlecht zu haben, wenn man in seinem, weiß ich, zu Hause ist. So ein schöner Zwei-Stern. Aber es war wahrscheinlich, wie du gesagt hast, dass ich halt das richtige, ein besseres Werkzeug verwendet habe, genau für diese Art von Tier. Wahrscheinlich brauche ich eher so eine Sniper dann, um, keine Ahnung. Oh, warte mal, hier muss ich irgendwo rein. Hier ist noch einer. Wo ist der hier? Wer ist da? Arthur. Welcome back, Arthur. Ja, dankeschön. Ich habe wieder was Leckeres mit, aber ich glaube, wir sind eh gut versorgt. Ich habe so viel mitgebracht mittlerweile. Das ist der pure Wahnsinn. When are we hunting another bear? Maybe not for a while. Stimmt, mit ihm habe ich einen Bären gejagt. Da, genau. Oh Gott, das ist so lang her wieder. Also man merkt schon, ich habe das gleich das Game echt lang nicht mal angefasst. Vorräte, ja, Essen und Medizin ist ein Problem. Für Medizin muss ich halt noch eine Lösung finden. Leave the rock throw into the grown-ups.
So, 2 Stern östlicher Wildtotan. Das ist, haben wir schon gesagt. Warum nimmst du nicht über die Schulter? Wieso? Was kann ich hier nur sprinten, oder was? Aber weißt du was, dann tun wir es halt spenden. Wir sind großzügig. Wir sind zu großzügige Menschen. Okay, then. Nahrung perfekt. Da können wir pokern, glaube ich. Hier ist irgendwas mit dem Ausrufezeichen. Mr. Pearson. Arthur. Mr. Pearson. Ah, nee, das ist wahrscheinlich, wenn ich essen will. Mann, da ist irgendwas auf meiner Karte. Einbruch Javier. Das hört sich doch an. Einbruch. Das hört sich so nach meinem Style an. Schauen wir doch mal. Einen Hof überfallen. I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeymen? Yes. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Keine schlechte Idee. Da können wir wahrscheinlich unsere ganzen, das ganze Kopfgeld, das wir bezahlt haben, wieder reinkriegen. Nur mal anschauen. Ich weiß, wie nur mal anschauen endet. Das endet genau gleich, so wie wir trinken nur ein Bier. Oder das ist das letzte Bier. Es ist niemals das letzte Bier. Aber ja, wir werden es ja sehen. Na, versteht ihr euch gut? Einmal kurz. Ich muss einmal striegeln. Ich muss einmal kurz striegeln. Na, gib mir kurz. Er ist ein bisschen staubig. Wir waren lange unterwegs. Das ist. Da muss er mal gestriegelt werden, der Junge. Ich mag, wie sie. Das Spiel ist schon schick. Und los geht's. Oh, Zwischensequenz, geil. Oh, schau dir die. Also das Spiel schaut schon schick aus. Teilweise siehst du da so ein bisschen, keine Ahnung. Das für die Grafik ist nicht so geil gescheit rendert. Oh, warte mal, bin ich jetzt wieder dran? Yep, jetzt bin ich wieder dran. Okay, we're pretty close now. Hep. Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. Ich bin eh automatisch abgestiegen, also von daher. Ah, ich habe meine Schrot auch dabei, perfekt. Schauen wir, was wir jetzt finden. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this, don't you? Das wird echt interessant. Was machen wir hier? Ah, das ist eine Hütte. Warte mal, Binoculus. See if you get a closer look. You got your binoculars with you, don't you?
See if you could spot anyone. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich die mit hab. Weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt die ganze Da habe ich nichts anderes mit. Tomahawk, Messer. Nö, ich glaube, ich habe die nicht mit. We shouldn't go in blind, Arthur. Ja, wo sind denn die? UIBOP. Nee. Bin mir sicher, ich habe da irgendwo einen Button für. Nee, das ist Karte. Ah, damn it. Alright, let's just get down there and take a closer look. Okay, also es kann auch sein, dass man die wirklich nicht mit hat. Ich glaube, ich habe die echt nicht mit. Ich glaube, das ist ein ganz normales Inventarteil, oder? Und das ist teilweise so ein komisches Krisseln auch im Bild. Seht ihr das? Hoffentlich wird es schwerer für sie, uns zu spotten. Die Küste scheint klar so weit. Yeah, so far. So far? Hey, keep it down. I hear voices. I hear voices. Also Pferdchen sind da. Stimmt, man kann ja hier sich ducken. Understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? Welche Fels? You'll see. Zu welchem Feld soll ich denn jetzt? Nach da drüben, okay. Da sind aber ganz schön viele. Also viele sind es nicht, da hatte ich gleich mehr Kopfgeldjäger schon am Hals. Ja, man weiß ja nicht, was passiert. Oh, hier fährt ein Zug. Schau mal, was passiert. Jetzt ist es spannend. Thank you.
Mal kurz wieder lieben gehen darin. Meine Aktion gerade eben war nicht die schlauste. So, komm hoch. Wo bist du denn? Alter, ich hasse Repetiere. Repetiere sind kacke teilweise. Gib mir mal eine Schrotze. Wo ist er denn? Uff, geht doch. Plündern. I don't see any more of them. All right, quick. Let's look for the stash. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Yep. Kann ich die Tür nicht einfach abschießen? Geht doch. Plündern? Ah, schön. Bisschen dumm, wie man da angestellt ausgeht. Raubtierkiller. Has to be under here. There's no place else I could store it. Oben? Hey Arthur, give me a hand here. Wo willst du, dass ich anhelfe? Schieben. Hau ruck. Runter damit. Eine Kiste. Oh, ein paar Dollarchen, glaube ich, sind das hier. Sounds good. Muss doch was passieren, oder? Als ob die 100 für... Alter, das hat sich voll gelohnt. Wir sind wieder voll auf positiv. Einmal plündern. Die wird ja auch ein bisschen Munition dabei haben. Und Munition ist jetzt... Ja, vor allem Repetiermunition. Ich habe leider viele der Tasten vergessen, die man braucht in diesem Game. Das ist so ein ganz kleines Problem teilweise. Oh, der hat einen schönen Handy bekommen. Sogar $4 hier. $4 ist auch etwas an Geld. Einmal schnell alle durchsuchen. Aber wir sind ja eh sehr nah rangeritten. Dafür, dass sie überwacht haben den Ort wohl und Wachen aufgestellt haben, bin ich echt erstaunt, dass da nicht mehr war. In die Wohnung rein. Nehmen, was ist denn das? Oh. Zigaretten. Karte untersuchen. Oh, okay. F weglegen. Ich muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit die Karte angucken. Ich will eher Sachen mitnehmen, die vielleicht das auch für unser kleines untersuchen. Ah, nehmen, da ist was drin. Ein Wundertrunk. Schubladen durchsuchen. Schubladen durchsuchen. Oh, da ist was drin. Was ist denn das? Waffenöl. Das nehme ich doch mit, du.
Das nehme ich doch mit. Einmal hier. Hallo. Oh ja, Essen. Ich glaube, das reitet auch. Jetzt reiten wir wieder zurück. Laufen wir schnell zu meinem Pferdchen. Sollte ja gut passen. Also, das ist eine coole Mission. Nette kleine Mission, so zwischendurch wahrscheinlich. Wenn es so öfters gibt, ist das natürlich mega geil. Vor allem, weil du richtig schön Schotter kriegst. Bist schon wieder am Grasen, mein Junge. Wo sind wir überhaupt? Das ist mal die andere Frage. Wir sind gar nicht mal so weit weg. Also einfach hier runter wieder. Das kriegen wir doch noch hin, oder? Das sollte funktionieren. Schauen wir mal, wie gut ich... Also hier reite ich mal lieber auf dem Pfad. Weil ich wette, sonst dass ich sowas von dumm runterfall irgendwo. Ah, ist schön wieder hier. Also ist echt schön gemacht. Das Spiel hat Feeling. Vorne sieht man auch schon the town. Cetita Town. Da sind die Schienen. Wir reiten geradeaus weiter. Alter, so ein bisschen Schnee. Schön, schön. Ich habe auch überlegt, mal Star Citizens oder sowas zu spielen. Ich habe da so ein, zwei immer Game-Ideen. Immer mit dem Kopf auch liegen. Ich habe natürlich immer noch mein Minecraft-Big-Großprojekt eigentlich im Schädel. Aber da bin ich aktuell noch ein bisschen, sagen wir mal, im Prepare-Modus. Ich bin noch nicht mal im Test-Modus. Oder in der frühe Alpha oder sowas. Sag mir doch, dass es bergab geht. Das war unerwartet. Gut, gut. Ist nicht hier viel Platz, das ist das andere Problem. Aber es ist... Spiel hat Flair, das ist schön. Also im Gegensatz zu GTA, das ist ja wirklich mehr so um die Ballerei auch geht. Warte mal. Da kann man irgendwo drüber angeblich. Ah, die Furt hier, okay. Finde ich, das hier hat halt wirklich einen schönen Flair. Vom Gefühl auch her. GTA ist halt mehr so, ja, bist in der City und mach deinen Scheiß, was du willst. Hier ist es immer so, du bist wirklich so, du hast ein gutes Gefühl, so westernmäßig drin auch. Also das taugt mir. Da haben sie keinen... Mit dem Pferd hat gleich keinen Bock mehr. Mein Pferd hat keinen Bock mehr. Na, 18 Uhr ist es schon. Ja, wir reiten aber weiter. Ich glaube, wir haben jetzt hier nicht wirklich viel mehr vor. Bin eher gespannt, ob es noch irgend so ein Endresümee gibt, oder dass er sagt, hey, ich schaue weiter nach einer neuen Location, wo wir was machen können. Das würde mich noch so ein bisschen interessieren. Ob es da irgend sowas in der Art geben würde. Komm, hör ab, Junge. Mit Vollkaracho. Richtig geil im Schnellgalopp ist ein mega geiles Gefühl auch zu reiten. Also es ist ein tolles Gefühl. Es ist aber so ein bisschen so, wenn etwas schief geht, dann bin ich im Arsch. Aber es ist ein super tolles Gefühl, wenn der Wind dir durch die Haare und das Gesicht fliegt. Und du halt über Wiesen und Felder oder auch über so kleine Wege, Pfade, bretterst mit einem Pferd. Das ist schon geil. Also es ist echt ein cooles Gefühl. Ja, richtig, warum bin ich jetzt schon zurück? Ich bin zurückgebrochen. Er suchten sich aus so einem blöden Pfad aus. Hi, John.
So. So. Einmal anbinden. Ich finde es ja schön, wie das Pferd so einen Einparkmodus hat. Juhu. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.